Meter haben wir gesehen für Jussilainen, 131 für Ville Kanté. Und wir sind jetzt praktisch dennoch in der entscheidenden Phase des ersten Durchgangs. Denn die stärksten Athleten, sie alle kommen jetzt. Alle anderen springen dann nochmal. Aber jetzt schon kann hier eine Vorentscheidung, eine Entscheidung fallen, was den WM-Titel angeht. Völlig verkorkster Sprung von Jani Soininen. Er hat den Kopf oben. Es ist nichts passiert. Auch wenn er da gefährlich nah links an die Bande kommt, Soininen hat immerhin diesen Sturz kontrollieren können. Schauen wir mal, was bei dem Finnen passiert ist. Die Ski schlagen zusammen und dann geht es für ihn nach links, kann es nicht mehr kontrollieren und knallt da oben auf den Vorbau. Jani Soininen, ein Weltklasse-Mann. Die Windmesser haben nichts Außergewöhnliches angezeigt. Scheint einfach wirklich dieser Fehler beim Absprung gewesen zu sein, als die Ski zusammengeschlagen sind. Sicherlich hat der Seitenwind, wie wir es vorhin schon öfter gesehen haben, einiges dazu beigetragen. Aber es scheint alles von den Umständen her zusammen zu gehen. Und da sehen wir mal die enormen Kräfte, die da auf Ski und Körper beim Finnen wirken. Aber er hat den Kopf oben, das ist das Entscheidende. Anders als gestern, der Russe konnte er den Sturz